Ja, und jetzt der wundervolle Schild. Fahren Sie doch mal bitte gerade Schlangenlinien so ein bisschen langsam. Guckt mal die inneren Scheinwerfer, die gehen. Einfach mal so hin und her fahren. Da guckt mal, die leuchten nämlich um die Ecke. Jetzt sind sie aber gerade ausgegangen, ist aber nicht schlimm. Und jetzt, wenn er so rumlegt, bitte, und jetzt mal wieder so rum, dann sehen Sie, die leuchten um die Ecke. Und das war ab 1967 bereits der Fall. Die neuen Lampen machen den nochmal zum völlig modernen Auto, den Citroën DS, den wir hier vor uns haben. Und dieser Citroën hat auch diese hydropneumatische Federung, die Sie vielleicht auch kennen. Und dieser Wagen ist jetzt schon die letzte Version, also DS 21 oder sogar 23. Und die Leute haben bei Citroën wirklich dieses Thema der Göttin gespielt. DS, die zwei Buchstaben, waren eigentlich nur D-Serie und Super. Und die haben dann aber dazu geführt, dass man sich erinnert hat, DS ist ja die Göttin auf Französisch. Und dieses Wort hat man durchgespielt. Die oberste aller Göttinnen heißt Athena. So ein Modell gab es von Citroën auch noch vom CX. Und die wohnt in einem Palast. Die Palas Athene, so wird sie auch genannt. So, und das wird hier durchgespielt bei diesem Einspeichen-Lenkrad mit hydraulischen Bremsen, hydraulischer Federung, hydraulischer Lenkung, automatischer Kupplung und all solchen Dingen. Das gibt es alles in diesem Citroën und die Sicherheitsblinker hier oben am Dach auch. Also ganz genial, vielen herzlichen Dank. Wunderschönes Auto. Ja, und ich erinnere mal dran, dass hier überall Palmen, Olivenbäume und sonstige Sachen stehen rundherum, die dekoriert worden sind. Und die kommen von Botanico aus Potsdam, mein lieber Fiat. Lassen Sie es, wenn der Schlüssel extra abgemacht werden muss, lass es ruhig sein. Das ist nicht so schlimm. Aber jetzt hat er es gefunden. Jetzt, das müsst ihr einfach mal sehen. Das ist so ein sensationell großes Auto. Hier hinten drin kann man die Beine ausstrecken, während ich Ihnen mal die Mühe machen lasse, das Auto vorzubereiten. So. Da hast du Platz drin hier. Da strecke ich meine Beine aus. Können Sie mir noch was zu essen vorbeibringen irgendwie oder so, ja? Oder mir jemand beim Winken helfen, geht alles, ja? Unglaublich, da hat auch alles dabei hier schon. Schönen Gellermann Champagner und Gläser und alles. Und für die Oma auch eine Tasse Tee ist auch da. Also einfach genial, dieses Auto von seiner Größe. Guck, die Rücksitzbank kann man natürlich dann umklappen. Hier haben wir jetzt die dritte Sitzreihe. Und dann kann man hier alles Mögliche einladen. Das Ersatzrad steht da auch. Also schon ein tolles, großes Auto. Und Sie haben halt auch eine große Garage, weil das ist schon ein ganz schönes Format. Mit einer Kupplung 4,93 Meter. Also fast 5 Meter, ja. Aber sensationell schön, wenn die Sitzbank so weit hinten ist, man keine drei Reihen drin hat. Genau. Ist das jetzt der Familial oder der Kommerzial? Hat die große Heckklappe und der Familial normalen Kofferraumdeckel. Ja. Und der Familial hat noch eine dritte Sitzreihe. Das hat der nicht. Ja. Und hier in dem im Originalprospekt wird er gelobt, dass man damit 6 Schafe oder 2 kleine Rinder transportieren kann. Ja, habe ich schon mal in Frankreich gesehen, eine Ente mit einem Schaf drin. Ja, also so war nicht der Fahrer gemeint. Nein, das war wirklich so. Also ganz toll, und auch hier ist der berühmte Michelin X400 Reifen drauf, der ihn zum fahrsichersten Auto der Welt macht, und deswegen wurde er zum Gangster-Citroën, bis die Polizei nachrüstete und auch diese Autos kaufte. Natürlich. 5 CV, genau. Ja. 6 Zylinder, genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir machen die Riesenklappe wieder zu. Haben Sie diese Auto in Frankreich geholt oder haben Sie in Deutschland gekauft? In Deutschland gekauft, bei einem älteren Herrn, der in 2002 in Frankreich gekauft hat, aber nie zugelassen. Ich habe ihn dann 2018 gekauft und dann dementsprechend fertig gemacht. Super schön. Vielen herzlichen Dank. Also hier der Citroën Traction Avant, das Frontantriebsmodell mit ganz viel Platz auch vorne und so weiter. Und das Getriebe liegt vor dem Motor. Der ganze Antrieb kann reingefahren werden zur Reparatur. Also der Vorderradantrieb mit dem Motor und dem Getriebe ist ein Stück und wird dann einfach dort im Chassis festgemacht. Hallo, vielen herzlichen Dank, das war eine tolle Sache. Auch er ist ein Schnauferbruder hier, ASC, der älteste Oldtimer Club der Welt, schon im Jahre 1900 als Club der Konstrukteure gegründet.